Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sid für euch. Heute mit einem kurzen, knackigen Video. Ich versuche es jedenfalls kurz und knackig zu lassen. Und zwar habe ich für euch einfach mal die säurehaltigsten Lebensmittel rausgesucht. Also die Lebensmittel, weil ich jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen habe, die stark übersäuert sind und die man anhand von Scans letzten Endes auch durchtesten konnte, die stark übersäuert waren. Was man da anhand tun kann, um das so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, es gibt natürlich da auch Säure-Basentabellen, da kann man das letzten Endes auch raussuchen. Ich wollte aber jetzt einfach mal für euch so ein Stückchen da so eine kleine Auflistung machen, auch von der Schwere letzten Endes und dann unten sogar noch ein kleines Highlight mitbringen, was vielleicht die ein oder anderen, was schon logisch ist, aber vielleicht die ein oder anderen gar nicht so in Betracht ziehen. Okay, fangen wir an mit unserem größten Säurebildner, Milchprodukte. Milchprodukte haben unheimlich viel Säure drin, mehr als Fleisch sogar, ist kaum zu glauben. Und demzufolge sind Milchprodukte definitiv auf Platz 1, sind sehr, sehr stark. Und ich habe da, wie auch zu allen anderen Punkten, mal so ein paar extreme Highlights aus dem Produktsortiment rausgesucht. Das wäre zum einen Parmesan. Also Parmesan ist der extreme Hammer. Das ist der Säurebildner Nummer 1 of the world, glaube ich. Ich habe nichts Größeres und Höheres gefunden. Datiert mit 30 Punkten, über 30 Punkten. Absoluter Wahnsinn. Dann haben wir noch Schmelzkäse und Cheddar. Diese Punkte, diese Produkte sind auf jeden Fall sehr, sehr säurestark. Kommen wir zum zweiten Punkt. Zweiter Punkt sind Fleischgerichte. Fleischgerichte haben vor allen Dingen einen hohen Anteil, also die Innereien haben sehr viel, das wären die Leber. Die Leber ist sehr, sehr säurehaltig. Da habe ich auch geschaut, weil die einen oder anderen sagen, ja, was ich, Gänseleber, Schweineleber, Rinderleber, Hähnchenleber, bla bla bla. Das nimmt sich überall nicht viel. Also da ist fast bei den Leberarten, ist die Säure ungefähr überall gleich. Nimmt sich nicht viel, weil ich liebe zum Beispiel Leber, ich esse das extrem gerne, jetzt nicht oft, auch bloß einmal im Monat vielleicht oder so, aber ich liebe einfach Leber an sich und deswegen habe ich mich da angehend, war ich da im ersten Moment auch so ein Stückchen schockiert. Okay, ganz hat viel Leberwurst, Salami ist mit drin und auch Truthahn, das sind ganz, ganz starke Säurebildner, was das Fleisch anbelangt. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass grundlegend überhaupt Fertigprodukte, also Wurst im Allgemeinen, weil da jetzt Salami und sowas mit drin steht, Wurst im Allgemeinen hat einen hohen Säurewert, einen definitiv hohen Säurewert, der natürlich höher ist, als wenn man jetzt reines Fleisch jetzt hat oder hochwertiges Fleisch. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Fisch. Fisch, gut, war natürlich wahrscheinlich zu erwarten, ja, weil Fisch und Fleisch so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Da haben wir aber zum Großteil, muss man da wieder sagen, dass das eher auf die Meeresfrüchte so ein Stückchen übergeht, wie Garnelen, Krabben, Miesmuscheln, aber auch Sardinien, die haben einen sehr, sehr hohen Säuregehalt, was natürlich... Auch das natürlich, was man bedenken muss, dass Fisch im Allgemeinen natürlich Lachs, Butterfisch, Heilbutt und natürlich die Punkte auch damit reinziehen. Ich habe, wie gesagt, immer nur die höchsten mit reingenommen. Okay, kommen wir zum vierten Punkt. Erdnüsse, das habe ich natürlich insgesamt das Thema Nüsse so ein bisschen mir näher angeschaut. Da muss man aber wirklich sagen, dass wirklich Nüsse selbst unbehandelt, muss man dazu sagen, also nicht hier... Weiß ich, die behandelten, die geröstet sind und Salz drin ist, wir sprechen gerade wirklich von den unbehandelten, selbst die haben einen sehr, sehr hohen Säurewert, weshalb ich euch empfehlen würde, doch lieber eher auf andere Nussarten, die natürlich auch viel, viel mehr Nährstoffe haben, zurückzugreifen. Da gibt es allerhand von Macadamia, Paranüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse und Pekannüsse. Also es gibt genug Auswahl, die... wo man letzten Endes nicht zu den Erdnüssen greifen muss. Okay, das waren erstmal vier Punkte. Jetzt einen kleinen Zwischenstrich. Punkt 5,
Der ist aber letzten Endes eigentlich Punkt 1, aber ich habe ihn trotzdem erstmal so ein Stück nach unten genommen, weil der für mich von der Logik her selbsterklärend ist. Alle Fertiggerichte, Fast Food, haben natürlich extrem hohe Säurewerte, weshalb man grundlegend, ich sag mal, ihr kennt ja mein Thema sowieso dazu, ich will das gar nicht so viel jetzt hier ansprechen, es spielt zwar ein Stückchen damit rein, aber ich würde sowieso keinen empfehlen, unbedingt auf Fertigprodukte zurückzugreifen. Man ertappt sich vielleicht trotzdem irgendwie mal oder ihr seid bei Bekannten oder hin oder her oder man will mal doch mal irgendwie was Schnelles essen. Es ist ja nicht schlimm. Also aus meiner Sicht ist, ihr könnt euch damit natürlich auch seelisch fertig machen, wenn ihr denn extrem rumheult, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe jetzt mal ein Fertigprodukt gegessen, wenn ihr da Appetit drauf habt und esst das mal. Soll natürlich nicht die Norm sein, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt euch da eher seelisch mit kaputt machen, wenn ihr da dann Rotz und Wasser heult, weil ihr dann mal gesündigt habt. Oder ihr könnt es dann einfach hinnehmen und akzeptieren. Ja. Deswegen, also auch ich kann jetzt sagen, jetzt können mich alle verpönen, ja, auch wenn man hier so ein Channel betreibt, aber auch ich gehe einmal im Jahr oder sowas, trifft es mich mal oder ist der Zufall so drin, dass ich mal zu Burger King gehe oder sowas. Gut, ich sitze, das ist glaube ich auch schon 1,5 Jahre her, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn man mal in diese Richtung mal geht, ja, dann kann man das einfach dann mal genießen. Wobei man ehrlich sagen muss, ein Genuss ist dann irgendwann nach einer gewissen Zeit schon gar nicht mehr da, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und es gibt ja noch alle anderen Arten von Fertiggerichten oder Fastfood, was ich, Sandwich-Sachen oder, die ja auch genussvoll sein können, muss man einfach mal dazu sagen. Okay, also das dazu, da haben wir einen sehr, sehr hohen Säurewert. Jetzt kommen wir zum sechsten Punkt. Und der sechste Punkt ist vielleicht ein Stückchen unerwartet, aber ich habe Obst mit reingenommen und ich habe einfach mal für euch die stärksten Obstsorten reingenommen, also die den höchsten Säuregehalt haben und habe die auch chronologisch so ein bisschen gestaffelt. Ich habe jetzt nicht alle einzelnen Werte rausgeschrieben, das war mir ehrlich gesagt, das würde euch jetzt sowieso nicht interessieren. Ich habe einfach mal für euch die stärksten säurehaltigen Obstsorten rausgesucht. Und da gibt es ganz, ganz viele Unterpunkte. Ich habe da ein Riesenpamphlet von so wirklich grundlegend allen Obstsorten, die man so grundlegend kennt, sage ich mal, wirklich die schlimmsten rausgesucht. Ja. Mit dem höchsten Säurewert. Es sind insgesamt 10 Stück und wir fangen mit den stärksten an. Wir fangen diesmal mit den stärksten an. Das wäre einmal die Kaki. Granatapfel, Trauben, egal welche Art, ob weiße, blau oder rote, haben echt sehr, sehr hohen Säurewert. Birne, Süßkirsche, Apfel, Quitte, gut, die ein oder anderen werden wenig Quitte kennen, so ich baue die immer mal ganz gerne ein. Quittenbrot finde ich hammerlecker. Das nur so am Rande. Sauerkirsche, Wassermelone und Mango. Diese 10 Obstsorten, 10 Lebensmittel solltet ihr, wenn möglichst, wenig bei euch einbauen. Ich weiß, wenn man jetzt Apfel hört, oh mein Gott, es gibt aber wirklich tausend verschiedene andere Obstsorten, die man als Alternative nehmen kann oder dann sich über Gemüse, was sowieso die bessere Alternative ist, sich einfach die Nährstoffe darüber zu holen, auch wenn da viel im Apfel sozusagen drin ist, aber der Säurewert ist so hoch, dass es letzten Endes in keiner Relation steht, jetzt unheimlich viele Äpfel zu konsumieren oder einzunehmen. Ich habe da auch verschiedene Tests gemacht. Ich habe sehr viele Obst-Smoothies hergestellt, habe diese zu mir genommen, habe das dann wiederum mich dann gescannt und habe gemerkt, dass der Säurewert wirklich stark hochschießt, hochgeht und habe dann das mit Gemüsesäften verglichen und natürlich ist der Wert halt extrem die Spanne. Es sind extreme Unterschiede einfach. Ja, also sind immense Werte, die da überspringen. Das hängt natürlich aber damit auch zusammen, dass so ziemlich fast jedes Gemüse auch einen basischen Effekt hat, also genau der Gegenpol letzten Endes dazu ist. Okay, das war's zu säurehaltigen Lebensmitteln. Das war das Video dazu. Ich hoffe, das Video an sich hat euch gefallen. Wenn ihr selber Erfahrung gemacht habt mit säurehaltigen Lebensmitteln, schreibt gerne was in den Kommentaren rein, tauscht euch gerne aus. Vielleicht kennt ihr ja auch Produkte.
sind ja jetzt nur meine Erfahrungen, das, was ich rausgesucht habe. Vielleicht kennt ihr jetzt auch Produkte, die noch säurehaltiger sind oder wo ihr sagt, boah, das geht gar nicht und und. Dann schreibt es bitte gerne rein. Lasst uns da ruhig mal einen gemütlichen Austausch machen. Und dann bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Ansonsten lasst gerne mal ein Däumchen da oder auch ein Abo. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, euer Sid.